Es gibt einen Sport, der 1822 auf einer kleinen Wiese an der Ostsee seinen Anfang nahm. Und zu einem der größten Erfolge in der deutschen Sportgeschichte wurde. Ein Sport, der bei über 1000 aufregenden Starts pro Jahr weit über 1 Million Fans elektrisiert. Ein Sport, der die unterschiedlichsten Menschen an ein und demselben Ort zusammenbringt, um ihnen ein Erlebnis zu bieten, wie es spannender nicht sein kann. Ein Sport, der seit 200 Jahren mit vielen Meilensteinen immer wieder für Furore sorgt. Jockey und Derby-Sieger wurden begeistert gefeiert. Otto Schmidt behauptet seinen Vorsprung bis ins Ziel. Galopper des Jahres, Vorstellung der 6 Kandidaten. Dieser Sport hat sich seine Faszination über Generationen hinweg bewahrt. Und mit viel Liebe schützt er historische Bauwerke. Mit seiner Wirtschaftskraft gibt der Sport Menschen aus über 100 Berufen Arbeit. Er garantiert in gesetzlichem Auftrag eine planvolle, erfolgsorientierte Tierzucht und hat schon überall auf der Welt grandiose Siege für uns alle errungen. Lando hat die Chance, den Japan Cup zu gewinnen, und er gewinnt ihn. Er gewinnt jetzt im Ziel vor 3 kämpfenden Pferden. Eine Sensation, was Andreas Böhler und Andreas Sobritsch hier abliefern. Und natürlich dieser Überhengst Silvano. Da bleibt mir fast die Stimme weg. Paolini lunged. Oh, thriller in the duty free. Paolini right approaching. To me, Scirocco. Scirocco wins it. He's delirious with joy after his victory. Dane Dream for Germany takes it up clearly. Has sprinted 3 lengths in front of Scirocco. Dane Dream goes on to win the Arc for Germany. In second place is Scirocco. Germany. A first win in the race for Germany, as Dane Dream, this 5 lengths winner of the Arc last October, has returned to form with a vengeance. It's Germany's Melbourne Cup, Protectionist by 3 lengths to Red Canoe, and Protectionist bolted in the cup by 3, Red Canoe. Torquato Tasso on the outside in the yellow jacket has a fantastic chance, 3 in line as they come to the line for Germany. Torquato Tasso's won it. Dieser Sport ist so atemberaubend, dass sich ihm keiner entziehen kann. Denn es ist der Sport, den wir alle lieben. Und für den wir alle leben. Sind wir stolz. Es ist der deutsche Galopprennsport. Seit 200 Jahren in Deutschland. Für immer in unseren Herzen.